Das wäre schön. Oh, es ist schön. Ja, wenigstens. Die wollte ich die ganze Zeit haben. Die Strecke. Du Meine siehst es Güte. echt ein bisschen später als ich manchmal, oder? Hä, wieso? Du hast gesagt, es ist schön. Da hat er bei mir noch ausgewählt. Ja, und da hat er bei mir, als ich gesagt habe, es ist schön, da war bei mir die Strecke schon ausgewählt dann. Ja. Bei mir aber hat er noch gewählt. Also Ding, siehst du Ding, später Ding. als ich. Also Ding, Ding, Ding gemacht. Ja, ich sehe später und nicht früher. Hab ich doch gesagt, oder? Nein, du hast früher gesagt. Echt? Ja. Also früher ist das neue später. Nein, später ist früher. Die früheren werden die späteren sein. Nein, die später machen die neueren. Und die alten sind die frühen. Ach so. Und aber die späteren sind gleichzeitig die alten. Wobei die Frauen auch gleichzeitig früher sind als die Alten. Ja, natürlich. Wobei die Männer früher kommen als die Frauen. Und, Kannst du das aus eigener Erfahrung beweisen? Nein, niemals. Das munkelt man. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist. Jetzt musst du das offenlegen. Jetzt wollen alle wissen, was bei dir im Bett passiert. Nein, das wollen die Leute nicht wissen. Erst recht nicht unsere jüngeren Zuschauer, die noch immer an die Storchtheorie am besten glauben sollten. Oh Mann. Und nicht daran, was Papa und Mama alles so getan haben schon. Ich glaube, irgendeiner... Ich fahr echt nur noch Grütze zusammen. Das ist schlimm. Ich muss wieder über irgendwas Gescheites reden. Oh Gott! Was ist in deinen Augen gescheit? Schlag ein Thema vor. Nee. Ach nee, wenn du wieder irgendwas vorschlägst, dann wird das wieder irgendwas... Was am Ende auf Sex endet. Ich schlag nix. Höchstens den Raben. Oh Mann, das ist so unfair, ja? Hä? Alle sieben oder Leute, die hinter mir waren, entweder Sterne oder Bulletbild, ich bin vom dritten auf den achten Platz innerhalb von ein paar Sekunden, jetzt dem ich ein Wichser, ich bringe euch alle um, das darf doch nicht wahr sein. Ich kann das, goddammit! Leider konnte ich gegen diesen Bulletbild nicht mehr gewinnen. Oh, was ist denn das für ein Arsch? Mann, es läuft ja überhaupt nicht mehr. Es soll auch nicht laufen, es soll fahren. Ich war so gut dabei, ey. Und dann kriegen alle hinter mir Sterne und Bulletpilze sprengt der Pisser. Da sind wir dabei. Das ist prima. Echt? Mhm. Oh nö. Nein, die wollte ich jetzt gar nicht ausgewählt haben. Och Mann. Das ist doch Reibekuchen. Da will einer unbedingt seinen Regenbogenboulevard. Nein, den bekommt er aber nicht. Wer ist das? Das ist so ein schwarzer Typ mit einer Kappe. Wenn der beim nächsten, wenn der nochmal Regenbogenboulevard auslegt, dann darf er nicht mehr mitfahren. Genau. Sind wir nämlich beleidigt. Wobei die Strecke ja auch nicht viel besser ist. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich legendäres Pech an dieser Strecke habe? Plus zwei. Bei der Strecke ist es aber auch wirklich so. Ich glaube, dieser Chaos Sonic gehört auch in unsere Liste, oder? Weiß ich nicht. Sagt mir gerade nichts. Wenn, dann ist er in deiner. Ach, sehe ich beim nächsten Mal. Bei der nächsten Runde, bei Runde 6. Och, Nino. Mann, wegen dir habe ich jetzt kein Item bekommen. Gott! Du brauchst mich ja nicht Gott nennen. Oh doch. Ah! Oh, diese Autos, wie sie da fahren. Das erinnert mich an SimCity, an die eine Stelle, wo ich noch meine Stimme verstellen konnte mit dem Mikrofon. Wo ich meinte, ich bin dein Gott, bau mir eine Kirche. Oh ja, das mit dem Mikro.
Und vergessen. Wow, da wurde ich jetzt auf eine komplett andere Spur geprügelt. Aber hier sind Krankenwegen unterwegs. Ein Krankenwegen? Krankenwegen. Ausnahmsweise ist er mal bei dir und nicht bei mir. Mhm. Da sind sie endlich mal bei dir angekommen. Quasi. Oh. Oh Mann, ey! Wieso heißt das eigentlich oh Mann, ey, und nicht oh Frau, ey? Oh Frau, ey! Also, oh, wisst ihr, ich schaff's einmal mal nicht in jedes Auto reinzufahren. Dann prügeln mich halt die anderen hier weg. Das ist unglaublich. Der Blitz war übrigens meiner. Ich bin bis zur dritten Runde unheimlich gut gefahren und jetzt bin ich trotzdem Letzter. Ey, das ist doch echt arschig. So, Bullet Bill, das geschieht euch jetzt aber recht. Sprengdab. Meine ich natürlich. Boah, was die für ein Salto hinlegen, die LKWs und Autos. Wenigstens bin ich noch ins Ziel gekommen. Ich auch. Mit Bullet Bill. Aus 69 Punkte. Oh, 69. Da weiß ich ja schon wieder, was du heute Nacht machst. Ja. Oh Mann, Rüdiger. Gut, dann brauche ich mich doch nicht aufregen, weil der Sprengdepp hat's wieder korrigiert. Oh, echt, ich bin einmal diese Strecke jetzt gut gefahren und wäre trotzdem beinahe Letzter geworden. Ich sollte wirklich aufhören, nur A zu drücken, glaube ich. Hast du schon wieder die Strecke gewählt? Ich bleib auf dem B-Knopf jetzt. Okay. Was war das jetzt für eine Strecke? Oh, ich hab schon gedacht. Was war das denn jetzt? Hm? Och, nicht die. Auch noch im Spiegel. Du siehst das wirklich später, oder? Ein bisschen. Alter. Das waren jetzt aber... Ja? Oh, nein. Shit! Bin rückwärts gefahren! Was? Ich bin rückwärts gefahren! Wieso das? Wie... Rückwärts? Shit! Fuck! Keine Ahnung, wie ich da... Oh, wie machst du denn sowas? Ich hab B statt A gedrückt. Shit! Aber wenigstens habe ich wieder aufgeholt. What the fuck? Bist du gerade runtergefahren? Ich habe nur gesehen, wie du gerade einen Abgang gemacht hast. Ich stand auf so einer Planke unter der Brücke. Ah, schön. Ja, ne? Oh! Alter, hört mal auf, mich andauernd wegprügeln zu wollen. Das war ich. Einer der Alten, die du meinst. Und dabei bist du älter. Stimmt, du bist ja sogar jünger als ich. Wolltest du gerade Over 9000 für sagen? Over 9000. Du bist über 9000 Jahre älter als ich. Ja. Oh, da musst du aber schon sehr strumpelig sein. Oh ja. Da waren verdammt viele Schönheits-OPs nötig, um das wieder hinzubiegen. Mhm. Oh, meine Güte. Aber nun habe ich wieder die zarte Haut eines Babys. Eines 7000-jährigen. Eines 7000-jährigen. Oh Gott. Oh mein Gott. Reden wir Scheiße zusammen. Mhm. Dieses Projekt eignet sich aber für sowas. Aber recht. So muss einfach sein. Oh Gott. Interaktion mit den Zuschauern und Scheiße labern. Eben. Warum soll man auch bei diesem Spiel hier jetzt ernsthaft über die Strecken philosophieren? Das wäre irgendwie, auf Dauer wäre das langweilig. Ich finde, das Holz ist nicht braun genug und ich bin da schon wieder runtergesaust. Ja. Mir gefallen auch persönlich die Gleise hier gar nicht. Also, da finde ich die Lichteffekte finde ich nicht so schön. Das hätte man vielleicht ein bisschen realistischer gestalten können, wie auf der Xbox oder... Wieso ist das hier nicht Battlefield? Ja genau, wieso ist das nicht Battlefield? Wobei Battlefield heißt Kampffeld. Schlachtfeld. Und das ist hier gerade mehr oder weniger ein Was Schlachtfeld. Was für ein Wichser.
Entschuldigung, tut mir leid. Aber der hat mich jetzt runtergerissen in die Schlucht, nur um selbst runterzufallen. Ja. Und deswegen bin ich von dem 5. auf den 10. Platz. Vielen Dank nochmal. Boah, ich hatte 7200, jetzt habe ich nur 6750. Ja, ich bin auch auf 5800 runter, das ist ziemlich übel. Und hallo Rosalina. Hallo Yamchu. Du hast gerade mit Rosalinas Stimme gesprochen. Ja, ich sag mal so, ne? Das ist so normal. Muss ich ab und zu auch mal... Firiki! Firiki, was bist du denn? Benny, so heißt dein Typ, okay. So, diesmal... Party auf. So, ich habe eine andere Strecke gewählt. Oh Gott, er hat eine andere Strecke gewählt. Das heißt, jetzt kommt der Regenbogen-Boulevard. Ey, dieser Benny, der will nur Regenbogenboulevard, der darf nicht mehr mitfahren. Wow, N64 Bosa-Festung. Das war gut. Diesmal habe ich die Strecke mit dir gesehen. Wir haben nur noch knapp 20 Minuten, vielleicht schaffen wir es durchzuhalten ohne Regenbogenboulevard. Ich habe sie allerdings nicht spiegelverkehrt gewählt. Das wird, glaube ich, automatisch gewählt. Ja, aber das ist scheiße. Ja. Ich bin diese Strecke jahrelang N64-Strecken spiegelverkehrt sind wirklich. Ich hab einen Hänger gehabt, ich hab nichts mehr richtig sehen können. Oh. Das waren knapp 3-4 Sekunden Standbild, was ich hatte. Und da ist zum Glück nichts so Schlimmes passiert. Ich bin nur auf den 12. hin zurückgefallen. Oder 11., keine Ahnung. Autsch! Oh Gott! Wer hat mich da jetzt mit einem Stern weggehauen auf der Brücke? Das war meine Wenigkeit. Und dann bist du gegen die Wand gefahren. Dann bin ich gegen die Wand gefahren. Ich kann diese Strecke nicht spiegelverkehrt. Ich habe auf dem Extra Cup damals auf Mario 64 auch so Probleme gehabt, diese Strecke zu schaffen. Das war wirklich übel. Ich glaube, ich bin auf dieser Strecke auch sehr oft immer nur Vierter geworden oder so. Die im Extra Cup ist eine der schlimmsten Strecken. Oh Mann. Deswegen, ich kann die überhaupt nicht spiegelverkehrt. Das ist so übel. Ich kann allgemein keine Strecken spiegelverkehrt. Außer sie sind kreisrund. Bei den Strecken, die ich nicht kenne, geht's. Oder nicht so gut kenne. Aber die, die man sich eingeprägt hat, richtig rum und dann spiegelverkehrt fahren muss. Ja, ich wollte gerade auch schon hier in dieser Halle nach rechts fahren. Ja. Boah, klaut mir alle Items. Okay. Wenn du das so ankündigst, dann tun wir das. Oh, es kann doch nicht sein, dass ich auf dem 11. Platz so einen Mist bekomme. Doch. Es kann sehr wohl sein. Anscheinend. Oh nee, jetzt habe ich eine Wolke bekommen auf dem 6. Ich habe die Wolke aber abgeben können an irgendjemand, der vor mir ist. An Vivi habe ich die Wolke abgegeben. Es tut mir leid, Meister Vivi. Oh Mann, ey. Also beschissener als jetzt kann es eigentlich kaum noch laufen, außer dass ich vielleicht noch letzter werde. Jetzt wäre ich fast platt geklatscht worden von diesen dummen Fromms. Oh komm, ey. Das darf nicht wahr sein. Jetzt bin ich doch letzter. Wie war das gerade mit die Letzten werden die Ersten sein? Ah, okay, es wendet sich gerade das Blatt. Ah, doch nicht. Es wendet sich wieder andersrum. Ey, wie unfair! Oh Mann. Also, ich weiß nicht... Nein, mich hat eine Lavafontäne erwischt, die aus dem Boden kam. Oh nein, dadurch bin ich jetzt 9. geworden. Dabei war ich auf dem 5.
Boah, und ich bin doch irgendwie Achter geworden, immerhin. Neunter. Scheiße! Mann! Das ist sehr übel gelaufen. Plus null. Hm? Status quo. Gefällt mir. Ah, herrlich. Oh Mann. Bitte warte. Oh, herrlich. Ich warte schon die ganze Zeit. Hm? So, zack, wählen. Jetzt will ich Giban. Jetzt drücke ich die ganze Zeit, bis Giban kommt. So, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er?